Köln im Oktober 2013. Rund um den Dom wuseln die Touristen, gehen Familien auf Shoppingtour und fotografieren Besucher das berühmte Bauwerk. Und im Bürgerhaus Stollwerk trafen sich rund 250 Jugendliche zum Comeback 2013. Sie alle waren mit dem Europäischen Freiwilligendienst im Ausland und viele sahen sich hier zum ersten Mal wieder. Begrüßt wurden die Anfang 20-Jährigen von Ulrich Beckers von Jugend für Europa, der sich noch gut an die Zeit erinnerte, als das Programm noch in den Kinderschuhen steckte. Regina Kraushaar vom Familienministerium sagte den Teilnehmern, sie seien Europäerinnen und Europäer im besten Sinne des Wortes. Beim Plenumstest zeigte sich dann, fast alle Teilnehmer waren sehr zufrieden mit ihrem EFD. Sie tummelten sich am oberen Ende der Raumskala. Danach ging es für die Jugendlichen in die Regionalgruppen. Hier war Platz für detaillierte Gespräche im geschützten Rahmen. Was war gut, was war schlecht, was habe ich erlebt in meinem europäischen Freiwilligendienst? Auch wenn ich anfangs Schwierigkeiten hatte, da so reinzukommen, aber ich denke, das hat jeder und man nimmt so viel mit, nicht nur kulturell, sondern auch einfach, wie viele verschiedene Leute man kennenlernt. Man muss sich so versuchen zu koordinieren in der Wohnung mit fremden Menschen und wir hatten zum Teil auch geteilte Zimmer, also waren dann wirklich ohne Privatsphäre und sich da so zu managen und durchzuhalten, ist einfach schön zu sehen, ja. Bei der interaktiven Podiumsdiskussion ging es dann unter anderem um die Frage, vertraut ihr eigentlich Europa? Ja, war die Antwort aus dem Publikum. Überwiegend blaue Kärtchen. Und wie europäische Zusammenarbeit ganz praktisch aussehen kann, das zeigte am Ende des ersten Tages das Hip-Hop-Projekt Urban Culture Bridge. Am Samstag folgte dann die Workshop-Phase. Knapp 30 Themen wurden hier angeboten. Einige davon hatten einen sehr aktuellen Bezug. Migration, Flucht und Asyl in Deutschland, Europa und weltweit zum Beispiel. Hier hörten rund 15 Teilnehmer aufmerksam zu, als Felix Becker die Unterschiede zwischen Flucht und Migration erklärte. In einem Rollenspiel ging es dann darum, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Also ich habe einen Zettel bekommen, da stand drauf, dass ich ein 18-jähriger Oberstufenschüler bin. Und meine Eltern mir Segel- und Klavierunterricht bezahlen können. Also, ja, ein sehr privilegierter Mensch. Du hattest nie das Gefühl, Felix stellte Fragen. Kannst du den Job ausüben, den du machen willst? Kannst du spontan in die Schweiz reisen? Wer das mit Ja beantworten konnte, der durfte einen Schritt vorgehen. Ich konnte fast alles machen. Und es war natürlich schön zu sehen, wie privilegiert man ist. Vor allem, weil diese Rolle den meisten hier, glaube ich, auch sehr ähnelt und auch mir selbst. Aber es war halt auch so, klar, man hat irgendwie ein schlechtes Gewissen. Andere stehen da hinten und kommen nicht vom Fleck und man selber blickt nicht zurück und kann nach vorne laufen. Also ich war ein syrischer Flüchtling, der nur geduldet wurde. Und uns wurden eben Fragen gestellt und je nachdem, ob wir sie positiv oder negativ beantworten konnten, sollten wir halt einen Schritt vorgehen oder stehen bleiben. Und Sinn der Sache war eben dann festzustellen, also wie viele Chancen, wie viele Möglichkeiten mehr hat man, wenn man Deutscher ist, wenn man Bildung hat, wenn man Familie hat, wenn man finanziell abgesichert ist, im Gegensatz zum Beispiel zu mir, der irgendwie dann eigentlich nichts hat, ja. Ich finde es wichtig, auf die Asylsuchenden zuzugehen, mit ihnen zu reden, vielleicht sich mit ihnen zusammen zu organisieren, zu solidarisieren, Aktionen zu machen. Ich meine, allein wenn man Weihnachten den Weihnachtsplätzchen backt und vorbeibringt, das ist eine schöne Sache, die den Asylsuchenden und den betroffenen Menschen irgendwie ein schönes Zeichen gibt und ihnen nicht nur sagt, du bist hier nicht willkommen, wie es Deutschland, der Staat, ihnen vermittelt, sondern ihnen auch zeigt, es gibt Menschen, die sich für euch interessieren und die wollen, dass ihr hier seid, weil ihr ein Recht drauf habt. Und da, finde ich, können diese jungen Freiwilligen auf jeden Fall sehr aktiv werden. Bei dem schönen Wetter verlegten einige Workshops ihre Sitzungen sogar nach draußen und konnten so noch etwas vom goldenen Oktober genießen. Warm-up nach einer kurzen Nacht und der Party am Samstagabend. Am letzten Tag des Comeback 2013 gab es noch einmal volles Programm für die Teilnehmer. Am Sonntag drehte sich alles um den Ausblick. Wie geht es weiter nach dem EFD? Wie kann ich mich engagieren? Bei der Zukunftsbörse stellten sich viele verschiedene Organisationen vor. Darunter zum Beispiel Zuhause weltweit, ein Verein ehemaliger Auslandsfreiwilliger, die Youth Reporter
oder WIND, ein Netzwerk für zurückgekehrte Weltwärtsfreiwillige. Ausgerüstet mit neuen Ideen ging es dann noch einmal in die Regiogruppen. Hier trafen sich jeweils die Jugendlichen, die auch in Zukunft in der gleichen Region leben werden, wie hier die Gruppe aus Sachsen. Zeit für einen Rückblick auf die vergangenen 3 Tage. Mein Highlight war ganz klar, ganz am Anfang, meine ganzen Leute aus Luxemburg. Und ansonsten, oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich würde sagen, ich fand einen Workshop im Open Space sehr toll, wo wir nochmal alle auf unseren Fremdsprachen geredet haben und einfach überhaupt nicht auf Deutsch und versucht haben, uns mit Luxemburgisch und Polnisch zu unterhalten oder auf Rumänisch und Norwegisch oder so. Das war sehr lustig. Also das Schöne ist eben, dass es so einen Raum gibt, dass man nochmal über diese Zeit nachdenkt. Das ist ja jetzt schon auch 6,5 Monate bei mir her. Und es ist schwierig, alleine irgendwie zu reflektieren. Und hier, wenn man diesen Rahmen hat, dass man sich überlegt, was hat man eigentlich gemacht und was waren die wichtigen Dinge, was waren die unwichtigen Dinge, was waren die prägenden Ereignisse, dann wird einem erstmal so bewusst, was einem der Freiwilligendienst bringt. Weil alleine zu Hause reflektiert man jetzt doch nicht so effizient, sage ich mal. Und damit war Comeback 2013 zu Ende. Bei einem letzten Treffen verabschiedeten die Moderatoren Ahmet Sinoplu und Sabrina Apitz die Teilnehmer. Für die Jugendlichen ging es zurück in alle Ecken Deutschlands, ausgestattet mit guten Erinnerungen an ihren EFD und vielen neuen Eindrücken vom Comeback 2013.